Hallo, heute möchte ich zeigen, wie der Minimod in eigene Projekte eingebunden werden kann. Dazu öffnen wir erstmal Steam. Das war falsch. So, dann können wir jetzt mal ein neues Projekt anlegen, eine Testmap erstellen. Dann mal so schauen, was möglich ist. So wie wir gleich im Asset-Browser sehen werden, in Killer Consist Minimod gibt es jetzt die Required Files. Das sind alles so Dateien, die man übernehmen muss, wenn man mit den Plugins rumspielt. So, wir kreieren mal ein neues Projekt. New Awesome Test Mode oder keine Ahnung, wie man es halt nennen will. Wichtig ist halt, dass man nur Kleinschreibung verwendet hier. Oder Unterstriche. So, Description. So, und da wir die Required Files ja sowieso brauchen, könnten wir die ja in ein neues Asset reinschreiben. Dazu kreieren wir jetzt Create Asset Package. Nennen wir einfach Minimod Files. Jetzt könnten wir hier noch eine Description schreiben. Also, da lassen wir aber jetzt mal raus. So, und jetzt können wir einfach diesen ganzen Content aus den Required Files. Also ich drücke jetzt Steuerung, dann kann ich alles auswählen. Rechtsklick, Copy to Asset Package. Dann schreiben wir das alles rein in Minimod Files. Und jetzt gibt es natürlich relativ viele Dateien, die nicht mitgelistet sind und die müssen wir uns jetzt kümmern. Das heißt, wir öffnen unseren Killer Consist Minimod. Wenn wir den schon bearbeitet haben, dann finden wir ihn in unserem Hauptverzeichnis Data drin. Ansonsten finden wir ihn in App Data, Roaming, Promotion Software, Emergency 5. Gibt es dann hier Mods, dann würde er hiermit auftauchen. Ich habe ihn aber schon quasi entlockt und dann kommt dann dieses Verzeichnis rein. Da kann ich jetzt erstmal müssen wir jetzt hier alles rausnehmen, außer dieser Datei. Die Bin-Datei, die wollen wir nicht haben. Die haben wir ja selber gerade neu geschrieben. Sonst gibt es vielleicht Namensprobleme oder so. So, jetzt fügen wir alles ein, was es gibt. So, jetzt brauchen wir natürlich noch die Plugins. Die wären hier drin. Da wir die gerade relativ frisch kompiliert haben, sind hier noch Dateien drin, die hier wahrscheinlich nicht gebraucht werden. Und jetzt müssen wir natürlich noch in das Projekt überhaupt einbinden. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf unser Projekt JSON, kopieren uns hier diesen Plugin-Teil, Steuerung C, nachdem es ausgewählt hat. Und das haben wir jetzt hier mit rein. Statt Plugins können wir das. Hier sieht man auch, die Asset-Packages werden beide geladen. Hier können sich jetzt noch die Versionen anpassen und alles Mögliche, wenn ich das vorhätte. So, und damit müsste das jetzt eigentlich auch schon funktionieren. Das heißt, wir erstellen uns jetzt mal eine neue Karte. In der haben wir nur den Einfach so im Test mit reingehauen.
Eine Karte zu erstellen, muss man zuerst die drei Terrain-Dateien manipulieren, also überhaupt Daten reinladen. So, was haben wir hier? No tool selected. Sehr komische Sache. Dann machen wir mal eine New Map. Wir können ja eine Copy machen von einer anderen Map. Copy from Berlin. Ja, ne, wir machen mal von Hamburg. Dann wird unser Asset Package natürlich jetzt relativ groß. Die ganzen Maps, die sind über 80 Megabyte groß. Schauen wir mal, ob es geklappt hat. Jetzt haben wir leider das Problem, dass wir die ganzen Dateien nicht hier in diesen Minimod-Files drin haben, sondern hier drin haben. Das heißt, wir könnten die jetzt alle wieder mit Steuerung auswählen. Das müssten jetzt ungefähr, das müssten alle sein. Die könnten wir jetzt in den Content-Ordner reinhauen. Wenn wir das wollen, das müssen wir nicht tun. Das ist freiwillig. So, Copy wollten wir eigentlich nicht machen. Jetzt sind die auch hier drin. Das heißt, dass ich die jetzt kopiert habe. Was ich eigentlich nicht wollte, das können wir die bestimmt auch hier einfach so bewegen. Ne, schon wieder das falsche. Move Power. Ich weiß natürlich nicht, ob da jetzt die Map abstürzen würde deswegen. Da wir die Dateien aber zweimal haben, probieren wir es einfach mal aus. So, das war die letzte. So, Remove from Asset Package, nicht Delete drücken, ansonsten kann man das Spiel wahrscheinlich nochmal neu installieren, beziehungsweise Steam-Reparatur durchführen. Da dann die ganzen Dateien aus dem Originalspiel verschwinden können. So, jetzt habe ich irgendwie Quatsch gebaut. Jetzt habe ich die nicht aus dem falschen Ordner rausgehauen. Wie es ausschaut. So, move to Asset Package. In den Content-Ordner wollen wir es reinmoven. Jetzt dauert das wieder ein Stückchen. Wie gesagt, sind ja ungefähr 80 Megabyte, die wir hier bewegen wollen. So, jetzt haben wir hier in dem Content-Ordner alles drin. Den setzen wir jetzt auch mal als Default-Ordner, sodass jetzt alles, was wir neu schreiben, da reinkommt. Genau. Was natürlich jetzt noch ein kleines Problem ist, was ich jetzt noch nicht hinbekommen habe. Wir haben ja diese Helper, Parking Place Helper, Set Parking Site Helper und die haben irgendwie Materialprobleme. Das heißt, wir müssten jetzt erstmal, bevor wir die benutzen wollen, müssten wir die Diffuse Map wieder neu einstellen. Diffuse Color meinte ich. So. Die ist jetzt hier. Sieht ein bisschen komisch aus. Muss ich vielleicht noch mal reingucken, woran es liegen könnte. Ja, jetzt sieht es besser aus. So. Ich weiß nicht, warum das nicht mit gespeichert wird, ist aber. Das scheinen die gleichen Helper zu sein. Hier ist wieder Materialfehler drin. Vielleicht kommt es daher, dass es eigentlich mit der Version 2.0 erstellt wurde. Das heißt, wir picken es wieder. Dann können wir uns wieder eine schöne Farbe aussuchen, die uns gut gefällt. Wir können Rot nehmen, wir können wieder das Blaue nehmen. Und jetzt können wir überlegen, ob wir vielleicht noch eine Emissive Map drauflegen, damit es auch im Dunkeln leuchtet. Das ist jetzt aber mal nicht Gegenstand davon. So, was ist das hier? Das braucht man nicht. Das sind die beiden Helfer.
prinzipiell, die wir brauchen. So, jetzt können wir ja uns mal einen Krankenwagen zum Beispiel angucken, also RTW. Natürlich wollen wir den bearbeiten, deshalb müssen wir ihn erst im Asset-Browser verfügbar machen. Das heißt, wir müssen alle Projekte und dann gibt es irgendwo eine RTW-Datei, Content, also eine Prefab, die wir suchen. So, dann tun wir den in den Content-Ordner rein, manövrieren und ab jetzt können wir den speichern. So, jetzt kann man dem neue Befehle geben. Das geht relativ einfach. Im Command Able Component gibt es ja diesen Command Array. Und ich habe mal eine Liste zusammengetragen mit den ganzen Befehlen, die es jetzt im Minimod dazu gibt. Also gucken wir uns jetzt die Fahrzeugbefehle an. So, was wollen wir gerne haben? Wir würden gerne den Return to Base haben. So, den Text können wir jetzt einfach kopieren. Dann sieht man natürlich hier relativ bescheiden das Ganze. Wir können das natürlich auch im oben Cached Asset machen. Da wird man nämlich gleich hier in unserem New FSM Test mit weitergeleitet werden. Da können wir das genauso bearbeiten. Jetzt müssen wir nur noch einen Command-Able-Component suchen. Den gibt es vielleicht ja gar nicht, weiß ich nicht. Dass ja hier alles mit Vererbung gemacht wurde im normalen Spiel. Ne, gibt's nicht. Aber sobald wir das speichern, wird es den wieder geben. So, hier haben wir den alten Befehl, den Return to Base. Den setzen wir unseren neuen rein. So, ein bisschen darauf achten, die Klammern und die werden durch Kommas getrennt. So, was hätten wir gerne noch? Den Turn to Pointer hätten wir gerne noch. Ein Vehicle Control wollen wir auch haben. So, ich habe jetzt ein bisschen viel ausgewählt. So, da ich mir den letzten Befehl wiederum nicht merken konnte, werde ich den jetzt wieder ganz normal auswählen. Und wir sehen weiter unten im Command-Able-Component, dass wir hier eine Player-ID haben. Die ist minus 1, das heißt, wenn wir die Einheit jetzt hier so stehen lassen würden, könnten wir die gar nicht steuern. Es ist aber sowieso nicht allzu sehr zu empfehlen, das so zu machen. Wir können natürlich hier jetzt mal zeigen, was im Minimod jetzt so möglich ist. Dazu bauen wir jetzt mal hier Parkplätze ein. Parking Place, so mal. Dann können wir hier diesen Default Parking Place mal setzen. Und dann haben wir hier Ambulance RTW. Jetzt haben wir natürlich hier die Möglichkeit, entweder nur Ambulance einzusetzen. Oder wir setzen hier den ganzen Namen ein. Wir können aber auch mehrere Einheiten hier, dadurch, dass sie durch die Klammern getrennt sind. Also ein Array ist, kann man hier beliebig viele Einheiten eintragen. Zum Beispiel könnte man auch noch das Ambulance NEF einbinden. Hier der Punkt und das Smile-Zeichen, die sind relativ wichtig, dadurch, dass das mit das funktioniert mit Regular Expressions, genau. Und das sind einfach Zeichen, die sagen, wir suchen beliebig viele Zeichen davor, da die Einheit ja eigentlich in ihrem Namen dann diesen hier suchen müsste, können wir sagen, hier diesen Teil ersetzen wir
Dann geben wir nur Ambulance NEF ein. Wir könnten auch wahrscheinlich nur NEF eingeben. Würde genauso funktionieren. Hier können wir noch den Parkplatztypen einsetzen. Wenn wir Can be destroyed ausschalten, dann kann der Parkplatz nicht zerstört werden, falls die Einheit ihn nicht mehr braucht. Und mit Public darf den Parkplatz jeder benutzen. So, jetzt können wir ja mal noch zeigen, wie das hier ist mit dem Initialisieren von den Einheiten. Das heißt, wir haben hier Command Array. Vergleichsweise schalte ich das jetzt mal auf 0 und ziehe einfach mal eine Kopie von der Einheit dazu. Habe ich jetzt 1 gedrückt, damit kann ich hier so schnell durchschalten mit 1, 2, 3 zwischen bewegen, skalieren und rotieren. Und dann, wenn ich Steuerung gedrückt halte, ziehe ich mir sofort eine Kopie von der Einheit. Und die neue Kopie, die kriegt jetzt einen Komponent und der heißt set.app-params. Hier kann ich register with squad, das hieße, der würde dann mit einer Trage kommen. Parking State, das hieße, er würde sich verhalten, wie wenn er gerade parkt. Das heißt, ich muss ihn dann erst über das Alarmierungsmenü Bescheid also sagen, oder ich nehme das Hauptquartier, um die Einheit quasi aufzutauen. Und hier kann ich noch das Icon einsetzen und wir haben hier Vehicle Ambulance. Vergleichsweise können wir hier ja nochmal im Parking State da den reinsetzen. So, und dann können wir einfach mal starten. Es muss natürlich ein bisschen dauern, bis wir das alles gespeichert haben. Es ist natürlich die Frage, warum es nicht unbedingt funktioniert hat. Aber die Frage ist, was, die Antwort ist wahrscheinlich einfach, weil wir auf Hamburg nicht schreiben dürfen. Weil ich wieder was ganz Tolles gelöscht habe. Das hieß, wir müssen jetzt einfach mal nach der Hamburg Map suchen. Map 02 Hamburg. Dann haben wir hier diese Global Set ID. Die können wir jetzt hier mal eintragen. Das sind jetzt eigentlich alle Dateien, die wir brauchen, um von Hamburg eine Kopie zu ziehen, was wir eigentlich vorhin versucht haben. Das machen wir jetzt nochmal. So, im Content wollten wir das reinschreiben. Hier wieder ganz wichtig: oberes Häkchen angekreuzt lassen, sonst funktioniert es nicht. So, und jetzt müsste das eigentlich fit zum Speichern sein und schauen wir mal. Irgendwie fehlt die Map-Datei, wie es ausschaut. An sich, die haben wir vergessen. Die da. So, die schiebt man hier mit in den Content-Ordner. Geht anscheinend nicht. Damals ging es noch. So, anscheinend funktioniert es nicht. Siehst du, wir müssen Hamburg jetzt noch mal. Müssen die wahrscheinlich jetzt mal umbenennen. Map 05 Test Map.
Dann hoffen wir mal, dass es klappt. Jetzt haben wir natürlich unseren ganzen Fortschritt, den wir hier im Worldbuilder gemacht haben, nicht gespeichert. So, und jetzt wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir gleich mal versuchen zu speichern. Er will aber noch nicht speichern, wir müssten erst irgendwas auswählen, damit er überhaupt speichern will. Natürlich können wir trotzdem mal gucken, was im Minimod jetzt schon so möglich ist. Also in den Plugins. Wir müssen nämlich jetzt die Base auswählen Erwarte können. Befehle. Da können wir jetzt schon Debug-Funktionen benutzen, wie zum Beispiel Events abbrechen. Notruf, Gebäudebrand, Ursache unbekannt. Es befinden sich noch Personen im so, brennenden kann ich Gebäude. Entweder hier Retten über Sie Abort Sie. Event zufällig abbrechen. Okay. Wenn wird nötig, gemacht. Versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Genau, so können sich hier Aktionen abbrechen. Alles klar. Zum Beispiel kann ich ja Leute aussteigen sofort lassen. Während Erwarte es die Befehle. Türen öffnet, ist die Einheit ja nicht mehr auswählbar oder ist sie schon noch auswählbar, man kann ihnen keine neuen Aktionen zuweisen. Und über Board Kein Action ja? wäre die sofort wieder bereit, ohne dass die Aktion durchgeführt wird. Die Türen schließen sich irgendwann mal wieder automatisch. Wird erledigt. So, das wollten wir jetzt aber eigentlich, wir wollen ja mal speichern. Und jetzt aber das Spiel gleich crashen, jawohl. Könnten wir gleich mal im Map-Browser gucken, ob unsere Map auch erstellt wurde. Jetzt ist das nämlich hier die Test-Map. Es ist natürlich eine relativ unkomfortable Test-Map, weil die einfach zu groß ist und damit die Ladezeiten zu lang sind. So, den RTW, den haben wir gespeichert, denke ich. Das heißt, wir drehen den jetzt einfach nochmal. Gucken in den Command Able Component rein und da sehen wir schon unsere User-Funktion. So, und dann ziehen wir uns die Kopie. So, ist jetzt Startup. Params können wir wieder einstellen. Mit Squad Order Info heißt RTW. Das kann ich auch noch mal kurz zeigen, wo die Namen herkommen. Also wir gehen hier auf Order Info. Dann auf RTW. Und dann können wir natürlich wieder oben Cached Asset machen und kommen gleich zu der Datei. Und wir sehen jetzt hier ist der Name von der Datei, die heißt einfach RTW. Und damit können wir die unseren Krankenwagen initialisieren. So, wir würden gerne ein Icon, aber das Icon von der Ambulanz-Einheit. Dann ziehen wir noch eine zweite Kopie. In der zweiten Kopie setzen wir mal in den Parking State rein. So, und hier noch Parking-Plätze mal kurz, Firefighter-Place und dann machen wir noch Default-Place. Ich habe so ungefähr gezeigt, wie es funktionieren müsste. Hier können wir alle Einheiten parken. Hier hat man die Besonderheit, dass hier nur Firefighters parken können, also Einheiten, die mit Firefighters anfangen. So, jetzt müssten wir speichern können.
Da ich normalerweise nicht so viel Map-Arbeiten mache, also das ist ja alles relativ vages Wissen, gerade was ja die neue Maps erstellen angeht und so. Und das ist natürlich ein bisschen schade, dass ich da nicht euch das besser beibringen kann. Aber wir können jetzt gemeinsam da schon irgendwie durchmogeln. So, jetzt haben wir unsere drei Parkplätze. Der ist im parkenden Modus, die Erwarte beiden Befehle. sind es nicht. Ja. Eine Person ist nicht mal auswählen, weil da noch sie muss versorgt und Minus 1 abtransportiert hat. Werden. Was geht's? Dann kann ich das nicht wirklich zeigen, was ich eigentlich zeigen wollte. Doch könnte ich hier den RTB Kein Problem. Gleich wieder freisetzen. Bin bereit. Jawohl. So, typisches Emergency-Verhalten. Vorne durch die Fahrzeuge durch. Und halt die Spawn unbedingt. Das hab ich auch Wird keine gemacht. Ahnung davon. Alles klar. Im Minimod ist es ja so, dass immer die nächstgelegenen Einheiten angesprochen werden. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Krankenwagen hole, bin dabei. Zum einen der hier geholt, zum anderen einer aus der Basis. Bin bereit. Was geht? Können wir ja schon mal unsere Befehle ausprobieren. Wird gemacht. Wir haben den User Vehicle Control Command. Dann hat man In Ordnung. Den hier noch eingefügt. Wie gesagt, dadurch, dass wir noch keine Missive Map jetzt haben. Oder Materialfehler allgemein. Sieht das vielleicht jetzt noch zu pralle aus. Funktioniert aber auch. Der Return to Base, da funktioniert auch so schon. Jawohl, höre. Auch wenn wir jetzt hier den Parkplatz leicht verdreht haben. So, wir können natürlich auch eigene Parkplätze erstellen. Das zeige ich mal noch kurz. Gehen wir wieder in unsere PDF rein. So, dann habe ich bestimmt noch falsch angeordnet den Befehl. Set Parking Site, genau, da ist noch bei dem Spezialbefehl drin. Ne? Den kopieren wir uns jetzt da. So, da das hier nur eine Demonstration ist, reicht das ja vollständig aus, wenn wir nur einer Einheit den Befehl geben. Ich habe jetzt hier dieser Einheit noch Player-ID 0 gegeben, damit man sieht, was so der Set-Startup-Komponent alles drauf hat. Unglücklicherweise verschwinden Einheiten, die man unter Kampagne erstellt hat, wenn man diesen Set-Startup-Komponent benutzt. Jetzt ist er aber gar nicht mehr drin, wie es aussieht. Ah ne, das war's. Genau, das ist ja die Einheit hier. Hier habe ich ihn auch reingeschrieben und hier ist auch das Set-Startup-Komponent drin. Das heißt, wenn ich jetzt das speichere, dann habe ich eine nicht initialisierte Einheit auf der Map stehen. Eine Einheit, die mit der ich sogar neue Parkplätze setzen kann, die nur die eine Einheit benutzen kann. Und die andere Einheit, die schon im Parking State drin ist. Wenn ich jetzt natürlich wieder meinen Prefab speichere, dann sind alle neuen Einheiten, die jetzt kommen, hätten die gleiche Eigenschaft, dass die auch die Parkplätze setzen können. So, schauen wir uns mal das an. Hier sieht man 6 Slots von jeder Sorte. Kann man das schnell ändern. Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss Alles versorgt klar. und abtransportiert werden. Wenn ich zuvor das ausgewählt habe, dann würde ich das sehen. Würden jetzt hier das Slots leer werden. Erwarte Wenn ich das Befehle. Vorher ausgewählt hätte, Bin bereit. Das Phänomen haben. Ne, Bin bereit. Nicht, weil das Erwarte Befehle. Abquartier zählt wahrscheinlich als Person. Das hat man sekuriert. Ja. Was geht's? So. Was geht's? Hier haben wir natürlich jetzt den neuen Befehl. Verstanden. Parking Place. Befehl. Kann ich jetzt hier irgendwo einen Parkplatz setzen? Bin dabei. Den das Fahrzeug dann anfahren sollte. Wohingegen. Ja? Das Fahrzeug, was. Bin dabei. Ach, das darf jetzt nicht zum Hauptquartier zurückfahren, weil es keine Order-Info hat. Das würde quasi auch die Set-Startup-Params machen, also wäre es wichtig, dass man die Einheiten vorher mal initialisiert. Na gut, das war es zumindest soweit von mir.
mal sehen, was ihr so vielleicht noch wissen wollt. Dann können wir ja noch irgendwie ein Tutorial mal dranhängen, falls dann Interesse besteht.